MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV. Weiter geht es mit dem Let's Play Inside und ja, wir sind hier noch mit unseren Klosis. Hoppala, da war ein bisschen zu weit rein. So, einmal hochwerfen und wieder Klos-mäßig fangen. Wunderbar. Optimale Leistung. Dasselbe nochmal, bitte. Sehr gut. So, jetzt haben wir's. Es brennt fleißig vor sich hin. So, ganz kurz da hochwerfen. Es brennt immer noch fleißig. Wunderbar. So, und einmal da rein damit. Hoppla. Klosiges Entkommen. Wahnsinn. Egal was wir sind toll. Ich finde uns toll. So, wir nehmen den Zug hier mit. Ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt brauchen, aber vielleicht brauchen wir ihn gleich. Ah, komm schon. Ich denke sogar, es ist besser, wenn wir ihn schieben. Unfassbar, wie stark die Jungs sind. Was haben die jetzt vor? Hä? Ich glaube, wir müssen den Wagen schon bis da schieben. Dann da drauf. Hoppala. Das sieht ja aus wie eine Falle. Ja, ich denke schon, dass das eine Falle sein soll. Und hochdrücken. Okay. Ganz verstanden habe ich es noch nicht. Selbst wenn ich es jetzt ziehen würde. Oder kommen wir da oben dran? Hau ruck. Hallo. Hau ruck. Und loslassen wir jetzt gleich, Leute. Ah, sie wollten verhindern, dass wir durchkommen. Jetzt habe ich es gecheckt. Ja, doof gelaufen, Bob, ne? Wir kommen überall durch. Wir sind nämlich Klosi. Ich nenne ihn Klosi. Da wartet er, der Sack. Stopp. Ja, das wird jetzt nicht einfach, ne?
Wollen Sie uns etwa helfen? Ich glaube tatsächlich, Sie wollen uns helfen. Das wäre ja unfassbar. Danke. Wollen Sie Klos hier etwa loswerden? Das wäre eine Unverschämtheit. Super, danke. Oder Sie wollen... Ach so, müssen uns auch noch beeilen. Dann sag das doch direkt, Mann. Hier, hast du deinen Scheiß... Scheiße. Lol, meine Falltasten... Wow, okay. Meine Falltasten gehen kaputt. Achtung. Einmal fangen. Voilà, bitteschön. Einmal voll aufladen, bitte. Boah, das gibt's gar nicht. Wie verdammt langsam wir sind, Leute. Hoppala. Ich brauche bald eine neue Tastatur, hä? Nur wegen dem Spiel hier. Ich glaube, die Falltasten haben noch nie in ihrem Leben so sehr gelitten wie jetzt. Ach, Quatsch. Ah, super, wir haben es geschafft. Sind das alles Menschen? Ja, er testet uns. Wir sind also das zu testende Wesen, ja? Nicht schlecht. Einverstanden. Ich glaube, sie wollen uns umbringen. Oder sie haben uns umgebracht. Ich bin mir da noch nicht sicher. Nein, sie können uns nicht stoppen. Lasst uns ausbrechen, Leute. Lasst uns diese jämmerliche Hülle zerstören, die uns hier festhält. Als ob uns sowas aufhalten würde. Ich bitte euch. Wir sind Klosi. Klosi kommt überall raus. Wir könnten auch ein Pokémon sein. Klosi. Oder so, keine Ahnung. Gibt's Klosi als Pokémon? Wenn nicht, bin ich das Erste. Ist zwar cool, Klosi zu sein, aber Klosi ist ganz schön anstrengend zu spielen, ey. Kurze Pause, was trinken. Ach, Herm, den ganzen Klos halten irgendwie nur zwei Leute. Ganz schön anstrengend, ne? Ich glaube, hier brechen wir ein. Der ist nicht für Klosteike. Nicht für Klosteig gedacht, wollte ich gerade sagen. Oh, nochmal volle Kanne. Wow. Close Action. Wow. Closey Village. Ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Ich kann nichts mehr machen. Klosi scheint auch fertig mit der Welt zu sein. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube tatsächlich, wir haben es geschafft.
Wir sind entkommen. Mit Klosis Hilfe. Aber ist es jetzt vorbei? Oder geht es noch weiter? Ich bin so gespannt, Leute. Trommelwirbel noch dazu. Wir haben es geschafft. Bam! Wir haben Inside durchgespielt. In unter keine Ahnung wie viel Folgen. Das ist doch mal cool. Vielen, vielen herzlichen Dank nochmal an die Entwickler fürs Bereitstellen von Inside. Ein total geiles Gameplay. Total cooles Spiel. Super gemacht. Vor allen Dingen ein würdiger Limbo-Nachfolger. Und ich hoffe, Leute, ich hoffe, dass die Entwickler sich dran setzen und weiter produzieren. Gerade in dieser Art und Weise. Weil das macht Spaß zu spielen. Hier seht ihr nochmal das ganze Team jetzt durchlaufen. Vielen herzlichen Dank an das ganze Team. Das Schöne an solchen Spielen ist einfach auch die Tatsache, es enthält kaum bis keine Bugs. Das muss man einfach dazu sagen, ne? Von daher ist das schon mal ein cooles Spiel. Aber sind wir jetzt tot oder lebendig? Das klärt es noch nicht wirklich auf. Und was waren wir? Natürlich mit der Unity Engine gemacht. Sehr gut. Gute Arbeit. Das sind die ganzen Spieletester, die hier aufgeführt werden. Coole Sache. Und ich denke, das war's. Das ist jetzt das Ende von Inside. Toll. Tatsächlich. Okay, Leute, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen von Playdads Inside. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder im neuen Let's Play. Vielleicht wieder ein cooles Indie-Game. Bis dahin, Leute, bleibt Inside. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut!